Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zurück zum Let's Play vom Euro Truck Simulator. Zweimal wieder nach Ewigkeit, kann man jetzt schon sagen. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel um die Ohren gehabt und ach, was weiß ich alles. Jetzt in der nächsten Zeit ist eigentlich wieder mehr los, oder hatte ich vor, mehr zu machen. Ich sehe hier gerade überhaupt nichts. Sehr gut. Scheiß Dunkelheit. Alter, wieso fahr mal ich hinter der Dunkelheit los, ey? Verstehe ich nicht. Na egal. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, ich habe jetzt wieder neue Mods drin, allerdings werden die wahrscheinlich erst aktiv werden, sobald ich ein paar Level höher bin. Ich habe nämlich Mods wie zum Beispiel Trailer Pack habe ich mir runtergeladen jetzt, wo ich Traktoren und Mähdrescher und allen Scheiß fahre. Dann habe ich noch einen DAF-Mod runtergeladen. Ich weiß nicht, ob man den auch bei anderen Trucks nehmen kann, aber auf jeden Fall ist es DAF-Mod. Also ein FC Bayern Skin ist das. Ich bin Bayern-Fan, von daher habe ich den Skin mit mir runtergeladen. Was habe ich noch gehabt? Ach ja, Schuhe und Tandem-Pack. Das heißt, ein Tandem mit der internationalen Spedition Schuhen, oder wie der ausgesprochen wird. Allerdings ist der Anhänger, der Trailer ist da, bloß das vordere Teil fehlt irgendwie. Habe ich schon festgestellt, mein anderes Profil, da bin ich ja schon ein bisschen weiter als bei dem hier. Ja, und ich habe jetzt schon ein paar Strecken gefahren in der Helligkeit. Ich weiß nicht, warum ich hier jedes Mal anfange, wenn es dunkel ist. Aber es ist zum Glück nur noch 12:50, das heißt, es wird noch hell. Also so die letzten 100 Kilometer müsste es dann eigentlich hell sein. Aber ich verrate mal nicht, ich verspreche nicht so viel. So. Mit Fernlichtstoff werde ich fahren, weil mit den vorderen blenden, aber ich muss kurz mal gucken, wo es lang geht. Also. Ich habe vorgehabt, eigentlich noch einen Wintermod runterzuladen, allerdings ist das die falsche Version. Ich habe jetzt, ich spiele auf der neuen Version, und zwar auf der 1.1.5.1.1s. Ohne Scheiß, das ist so, das ist genau die Zahl sind es. Beeinflussen kann ich das nicht gerade, weil das wird Steam automatisch aktualisiert wird. Ich habe das ja von Steam runtergeladen gehabt. Das Problem war, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe jetzt mich informiert im Internet und der ETS Multiplayer geht auf der Version 1.1.2.1 zu spielen. Hab ich gestern versucht zu updaten. Da stand zwar Update erfolgreich beendet, versucht den Multiplayer zu starten. Geht's immer noch nicht, gucke ich ins Spiel rein. Immer noch die 1.1.5. Keine Ahnung, warum, weshalb, warum. Warum, weshalb, wieso, so. Ich verstehe es nicht. Das überhaupt mal hinkriegen werde, den scheiß Multiplayer mal zu spielen, aber das kann aber nicht sein, dass man den Multiplayer bloß in einer Version spielen kann. Das kann doch nicht sein, ey. Das wäre ja total sinnlos. Manche Leute, die kommen später dazu oder so, die haben, was weiß ich, die Version 1.17 dann vielleicht schon, oder 1.9, 1.19. Die wollen mit Multiplayer runterladen, bei denen geht's auch nicht, hä? Ich raff das nicht, ey. Bei mir kommt aber bloß so ein Schild mit Comment Line. Da steht aber was mit Easy Rider 18, Reach 16, noch was, was weiß ich. Und drunter steht halt Server, da steht immer Europe Number One, geht ne. Da steht United States, geht auch nicht. Dann steht noch Free Roam, was auch immer das bedeuten soll, Freiraum oder was weiß ich, keine Ahnung. Das geht auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Hab ich mir bei YouTube ein Video geguckt von dem Spiel. Da lädt sich den Scheiß einfach runter, den Multiplayer. Installiert den. Geht drauf. Und sofort ist er im Online-Modus von ETS2. Wie auch immer das geht, ich habe keine Ahnung. Naja, wer weiß.
Also viele Erneuerungen haben wir jetzt eigentlich nicht hier gerade. Ich habe einen neuen Truck als Motte drinne. Und zwar den so einen kleinen Mercedes, den werde ich, ich verrate diesen Film, den werde ich auch noch vorstellen. Und dann habe ich jetzt im Spiel integriert worden der neue DAF Euros, Euro 6 ist der. Das ist das neueste Modell von Scania, Quatsch, von Scania, von DAF. Dann habe ich mir noch jetzt andere Truck runtergeladen, und zwar den neuen MAN, Quatsch, MAN, Mercedes-Benz Actros MPIV oder MPV, MPIV, ich weiß gar nicht so direkt. Ja, das ist so mein bevorzugtes LKW-Design. Und ja, mal schauen, ob wir den nochmal fahren können. Och Leute, bitte. Was soll denn das? Scheiß drauf jetzt, ey. Bock da zu torkeln hier. Das ist eine Kurve. Ich hoffe jetzt, ey, kommt kein Auto, sonst bin ich am Arsch. Ja. Kein Bock da hier zu torkeln, ey. Der fährt aber hier 60 erlaubt, wieso auch immer. Landstraße ist eigentlich doch bis 80, oder? Nee, ja, schon 60, Autobahn war 80. Na, egal. Mein Fahrer aber mir jetzt recht in die Zähne kleben. Naja, egal. Auf jeden Fall muss ich jetzt nicht mal hinter den Assis in der fahren hier. Wow! Was für eine scheiß Kurve hier. Boah, es ist 20.20 Uhr, 10 vor halb 3. Meine Fresse, war das mal hell hier? Nachtfahrt, ey, ich hasse es. Scheiße, hier ist ja schon die Abfahrt. Fuck, ey. Ich sehe meinen Trailer nicht. Sehr gut. Auf die Piepen hier. Leg aus. Oh, Scheiße. Alter, meine Fresse. Jetzt geht's auf die Autobahn in Richtung Prag und Leipzig, ist das, ne? Ja. Da vorne steht Breslau mit dran bei Berlin. Wie, dahin komme ich nicht mal, aber ist ja mir egal. Es gibt nur eine Abfahrt Wien, hier Budapest dran steht. Ich komme in diese ganzen verkackten Städte nicht rein. Hä? Das steht dran, aber ich komme nicht rein. Weil ich genauso sinnlos finde wie diese zu Straßen jedes Mal. Man kann doch mal die Straßen auflassen, oder? Und da kann manche Straßen führen durchs Dorf. Warum nicht? Das war eine neue Erfahrung. Es war ein bisschen eng, mein Gott, aber hallo. Wenn du real leben LKW-Fahrer wirst oder LKW-Fahrer bist, dann hast du auch manchmal Straßen, die total eng sind wie Sau. Was willst du denn da machen? Da kannst du nichts machen. Du musst du durch. Als LKW-Fahrer musst du ein bisschen einschätzen können. Naja. Ich suche schon nach einem Mod, wo alle Straßen freigegeben sind, aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Ich habe eben was gefunden, was offen ist. Ja, das sind diese komischen Accessoires, mit denen man den Truck auftunen kann. Aber ach, naja. Sollte ich mir vielleicht auch runterladen, ich habe nämlich keinen Bock. Jedes Mal die scheiß Stufen, ja. Ja, die Level hochfahren muss man natürlich, aufsteigen muss man natürlich irgendwie. Und zu arbeiten, aber diese, was weiß ich, Leihanbau oder wie das heißt, oder dieses Accessoires an dem Truck, die könnten ruhig schon auf sein. Weil das dauert ewig, ey. Wenn du die Level höher und höher fährst, das ist maximal nochmal 1, 2, 3, 4 oder 5 solche scheiß Accessoires auf, das ist mir einfach zu wenig. Da fahr ich jetzt mal hier mein Geld zusammen und kurve das und, es gibt auch ein Mod, das heißt, wie hieß er gleich, ich glaube Reload oder was, irgend so was hier. Auf jeden Fall kriegst du da Anteil wie in real, wie im real life. Das heißt, nicht so viel vom Anteil der Fracht. Ich kriege eigentlich das komplette Geld, aber
dort kriegst du halt nur, wie viel dir zusteht. Weil das sag ich jetzt mal, wenn du jetzt auf jemanden fährst. Kriegst du bloß bestimmt Anteil, oder kriegst du bloß bestimmt Anteil so rum. Okay, ich glaube, es wird knapp mit der Helligkeit. Plus noch 64 Kilometer vor uns, was? Schon so viel weg, ja. Scheiße. 89 Grad. Was für 89 Grad? Was haben wir denn eigentlich hier? Das ist 600 Liter. Aber noch 1260 Kilometer sind wir schon mit dem Ding gefahren. Das kann irgendwie gar nicht hinhauen, denn wird das schon gebraucht. Das ist bestimmt schon gebrauchter LKW. Was ist los? Alter, Verbrauch, Autobahn, sind wir bei 47,5 Liter auf 100 Kilometer und ich denke mal innerorts 43,6. Ich schätze mal 15 Grad Außentemperatur. Keine Ahnung. Naja, egal. 20 Kilometer, wo müssen wir jetzt genau hin? Ach ja, Radlader 25 Stunden fahren wir nach Prada, Trando, kriegen 4000 Euro dafür. Na, Glückwunsch, ey. Muss mal gucken, ob wir dann eigentlich schon einen neuen, ob wir dann einen Kredit aufnehmen können, weil dann würde ich nämlich auch gleich mir einen eigenen Truck kaufen. Allerdings muss ich erst mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Kredit von 100.000 Euro reicht, denke ich mal, zu. Aber ob es das so viel bringt. Ich guck mal nochmal, was für Level wir sind. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf. Und denke ich mal, dass ich schon nachher einen neuen Truck, oder wenn es uns die Möglichkeit begeht, einen Truck kaufe. Ich werde es noch nicht beschreiben. Haben die keine Lichter an oder was? Man sieht diese Affen da gar nicht. Doch, ganz leicht. Hier Leute, ich mache jetzt ein bisschen an der Beleuchtung, ne? Ah, Prag, wie oft ich hier schon hingefahren bin. Also jetzt mal ein Freizeitprofil. Trado, ich kenne die Strecke, ich brauche gar nicht kein Navi mehr. Ich kenne die Strecke auch so schon. Von daher. Ach Quatsch, das war die falsche Taste. So. Jetzt habe ich gerade schon lecker Lied geguckt, aber wenn die fahren, dann denke ich mal auch frei. Es wird leicht Tag. Schlimmste ist immer, wenn du Dunkelheit hast, ist der Hänger so, so beschissen beleuchtet, dass man bloß den, bloß auf gut Glück einparken kann, rückwärts. Also jetzt bist du so gut wie am Arsch bei dem Scheißding. Naja. Oh, vor... Was? Arsch in der Stadt? Was? Hä? The fuck? 80 in der Stadt, was geht denn bei denen, Leute? Ich kann da niemals 80 fahren hier. Innerorts ist 50, maximal, 50 bis 60 maximal. Keine 80. Ah! Was ist denn die Ampel? Ja, es wird also hell. Ich dachte eigentlich auf die letzten 100 Kilometer erzählt, aber ich habe mich dann doch ein bisschen geirrt. Passiert doch mal. So, 3 Uhr haben wir erreicht. Die Auto kann gehen, es wird der Bar, ziehen wir rüber und zack, und vorne gegen Sound. Buff, ah, nee, doch nicht. Okay. Und die Fracht hier für mich? Nee, ne? Ach, Quatsch, scheiße. 3 Uhr hat zugemacht. Form des Leihware, ja. Das sind der Abrissbagger, sind das. Wow. Ach, ey, Borgen. Richard Profi, der packt was ein. Mit dem LKW. Boah. Okay, das war schon mal ein bisschen fail. Ich
Scheiße. Das ist auch ein bisschen pingelig jetzt. Was die Genauigkeit angeht. Ich dachte schon, was übelst auf quer, aber. Ich sage mal. Was ist denn los hier? Endlich. Ja, Level 3 sind wir auch, die Scheiße. Kann man sich leisten. Für mal die ADR-Retenzen auf hier. Gut, dann bis zur nächsten Fort.